So, die erste Runde geht vom Rettenbachferner über das Pitztal-Jöchel bis zur Braunschweiger Hütte. Ah, hier ist noch richtig viel Schnee auf dem Weg nach oben. Da oben ist das Jöchel. Und hier geht es jetzt den Berg hoch. Und das ist echt steil. Dann kommt man hier so übers Jöchel und blickt auf die Gletscher. Was für ein genialer Blick. Und da unten kann man die Braunschweiger Hütte schon sehen. Das ist das Ziel. Und irgendwie geht es dann da drüben rum zurück. Mal sehen, ob das begehbar ist. Aber das wissen die Leute natürlich ganz sicher. Also echt eine geniale Startrunde hier. Da geht es dann nachher wieder hoch. Wieder auf knapp 3000. Hier gebaut. Ja, was für ein Blick hier von der Hütte. Wahnsinn. Und hier oben ist ganz schön was los. Und jetzt geht's direkt am Gletscher entlang und nach hier oben einmal rüber über Schneefeld. Wow, was für eine tolle Strecke. Ein traumhafter Blick hier auf den Gletscher von der Seite. Hier kann man natürlich auch sehen, nicht, wo der Gletscher vorher war. Dieses ganze große Loch hier, das gab es vorher ganz sicher nicht. Und die Braunschweiger Hütte liegt jetzt deutlich vom Gletscher entfernt. Früher ging der Gletscher sicherlich bis kurz vor die Hütte. Sehr schön. Das ist ein bisschen versichert. Da unten ist die Braunschweiger Hütte. Und hier steht man wirklich neben dem Gletscher. Das ist schon der Hammer. Da oben kann man schon die Seilbahn sehen. Und Rettenbach Joch. Das liegt jetzt irgendwo da oben. Und da gehen wir gerade senkrecht hoch. So, und hier ist dann das Joch. Das sieht natürlich super schön aus in Richtung Braunschweiger Hütte. In Richtung Rettenbach, ferner, naja, ist also eine Station. Und im unteren Teil sind dann die Schneefelder schon abgedeckt, dass sie länger erhalten bleiben. Da geht dann die Gletscherstraße. So, heute geht es um 1000 Höhenmeter zum Geislachkugel. Start ist die Geislachalm, da kann man mit dem Auto hinfahren. Aber das sind schon so ein paar Kilometer Schotter, Stein oben. Da geht es Richtung Tiefenbach, Gletscher weiter, geradeaus. Wir sind jetzt hier rechts abgebogen. Ja, geniales Panorama, ne? Da unten ist die Geislachalm und etwas oberhalb auf der anderen Talseite, da kann man das Brunnenkugelhaus sehen, da oben. Da werden wir in 2 Wochen mal übernachten. Wenn man weiter rüber schaut, dann kann man dort an der Stelle das Hochstubaihaus sehen. Da bin ich vor ein paar Jahren mal hochgelaufen. Auch sehr genial. So, es sind ungefähr noch 400 Höhenmeter bis oben und jetzt kann man schon die Bergstation sehen mit der James Bond Kuppel. Yeah. Das ist ein wunderschöner Gebirgssee hier. Und da oben
Da ist das Ziel. Dauert noch ein bisschen. Der schöne See, immer schöner, wenn man da immer drauf guckt. Und hier geht's jetzt steil hoch. So, da oben ist das Gipfelkreuz. Und da unten ist Sölden. Ja, was für ein Blick. So, geschafft. Genau oberhalb der Geisterkugelbahn hier. Und das Puller-Erlebnis ist doch ganz besonders schön. Hier kann man nämlich darüber direkt aus dem Fenster gucken. Es gibt ja in einigen Skigebieten diese verspiegelten Scheiben. Und was man auch wissen sollte, das Ice Cube Restaurant hier oben ist das einzige Restaurant. Es gibt also keine normale Berghütte. Das ist ein Gourmet-Restaurant. Das schmeckt super. Aber das Wiener Schnitzel lag auch bei 28 Euro. Und hier kommt man so nach vorne, sieht da die letzte Markierung und fragt sich, wie soll das hier denn jetzt weitergehen? Also, es wird steil. Jetzt bin ich gleich wieder in der Geislachalm und hier kann man dann sehen, wie sich der Weg schließt. Den Weg da am Hang entlang, den sind wir heute Morgen gegangen. Und dann einmal über diese, zu diesem großen Berg da oben hoch, einmal rum und auf der anderen Seite wieder zurück. Ja, also 10 Kilometer waren das, 1000 Höhenmeter ungefähr. Sehr schön. Heute geht es einen ganz einfachen Weg, einigermaßen waagerecht. Damit fahren wir jetzt mit der Bahn hoch und dann nach Hochsölden gehen wir runter. Ne? Ja, ich mach den Sound dazu. Hier sind echt tolle Bahnen für Downhill-Biker eingelegt. Da haben die unglaublich was investiert hier in den letzten Jahren. Also ich war das letzte Mal vor 8 Jahren hier. Da gab es diesen ganzen Downhill-Kram noch nicht, aber es ist echt cool. Auch wirklich extra abseits der Wanderwege und tolle Bahnen, also traumhaft. Da kommt gleich die Hettenbachalm da unten, kann man schon die Fahnen sehen. Und von hier einen schönen Blick zum Hettenbach ferner. Also echt Respekt, den ganzen Hang hat er da mit der Sichel abgehauen. Das ist da richtig, richtig steil. Sehr beeindruckend. Da oben kann man das Brunnenkugelhaus sehen. Wunderschöner Weg. Wanderweg mal anders, weil hier gerade gebaut wird, geht es hier durch den Tunnel. Und hier liegt mitten auf dem Weg, liegt so ein Schneerest abgedeckt. Sehr kurios. Das ist die Löplealm. Mal schauen, ob die da auch eine ordentliche Gulaschsuppe haben. Oh Mann, das Panorama ist immer wieder ein Traum hier. Ja, und ich suche noch mal an das Bodenkugelhaus ran. Da werden wir 2 Nächte übernachten. Nach der Alm geht es dann steil runter, wieder Richtung Sölden. Und zurück geht's so schön oben am Tal entlang, Richtung Sölden runter. Mal ein ganz anderer Blick auf den Ort.
heute geht es auf die stille Seite von Sölden. Und ganz speziell will ich heute mal den Wahlweg gehen und komme dann nach den ersten harten Steigungen hier oben an einem Grillplatz an. Das ist natürlich total schön. Ja, ich suche am Grillanzünder. Ja, schönes Plätzchen hier. Da unten ist Sölden und hier geht es einen echt ganz tollen Weg entlang, ganz frisch hier auch abgesichert. Richtig schick. Und Wahlweg heißt, dass das Wasser von oben aus den Bergen runter auf die Felder geleitet worden ist. Und das wird hier sehr schön anhand vieler Holzarbeiten hier demonstriert. Hier wird das Wasser für den Wahlweg entnommen. Hier startet der Wahlweg sozusagen. Zur Steilwiesalm und zur Kleblealm geht es durch den schönen Wald steil hoch. Und das Wetter sieht gut aus. Es sollte heute den ganzen Tag regnen, aber es sieht völlig anders aus. Und jetzt überlege ich mir nochmal zum Söldenkopf hochzugehen. Von hier aus ungefähr noch 1000 Höhenmeter, mal gucken. Hier an der Wegkreuzung zwischen dem Weg hoch zur Hochstobeihütte und zum Söldenkogel, da ist ein kleiner See. Und das sieht hier sehr nett aus. Und wenn man sich das mal überlegt, nicht? Heute waren 90% Regenwahrscheinlichkeit angesagt. Und ich bin vorbereitet, dass ich schnell runtergehe, wenn doch irgendwie was in die Ecke gezogen kommt, aber das sieht hier gar nicht danach aus. Oh, ein paar Kuschelschafe gibt es hier. Oh, hier Lütten. Na und du? Hm, wir müssen die anlagen. Schmeckt das salzig da wahrscheinlich, ne? Ja, und du auch. Hm, oh, alles. Ja, wie nett. Ich muss mir ein bisschen drehen, dann seid ihr besser im Licht, wisst ihr? Mh, lecker ablecken. Ja. Wir nicht essen. Jetzt begrüßt das Murmeltier. Ungefähr 5 Meter von mir entfernt. Auf der anderen Seite des Berges kann man sehr schön jetzt das Hochstobeihaus sehen. Also wenn man hier so hoch geht, oben bin ich noch nicht, aber das sieht sehr schön aus hier. Das Gipfelkreuz ist erreicht. Da steht's. Ja, das ist der Söldenkopf. 2902 Meter. Mit einem Blick darüber nach Sölden. Ja, spontane Tour, das werden heute irgendwie 1700 Höhenmeter werden. Ach du Schreck. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so geht. Da drüben ist das Hochstubeihaus und da kann man jetzt langsam sehen, da kommt ein bisschen was Dunkles rüber und ich gehe jetzt schnell wieder runter. So, jetzt nochmal fiepen, komm. Und dann wieder runterlaufen, damit mich kein Regen mehr erwischt. Aber mal gucken. Auf der Steilwiesalm noch schnell was gefuttert. Und jetzt geht's runter nach Sölden.
Das ist echt ein total steiler Weg runter nach Sölden. Aber deswegen ist er auch komplett leer. Hier trifft man keinen. Heute geht's von Niederthei zur Schweinfurter Hütte. Und das hier ist, finde ich, eine der schönsten Kirchen im Ötztal. Das sieht so toll aus. Nach einer knappen Stunde kommt man an die Lastikalm. Hier ist dann die Zieselbachalm. Und da ein bisschen höher kann man schon die Schweinfurter Hütte sehen. Das ist die Alpe Kleinohrhuch, heißt die. Das ist nämlich Niederthei von oben. Und da geht es gleich runter zu dem Wanderparkplatz in der Kirche. Hier geht es zur Breslauer Hütte und auf dem Weg dahin kann man sehr schön das Ramoljoch sehen da drüben. Da geht es beim Schneeflohmarsch rüber. Da oben kann man die Breslauer Hütte schon sehen. Und hier werden wir übers wilde Mandeln gehen. Da oben ist das gewaltige, schöne Berg. Ja, und hier tun sich immer wieder neue Blicke auf Gletscher auf. Das ist so herrlich. Ein Blick auf den Gletscher ist einfach echt traumhaft. Echt Wahnsinn. Ja, zum wilden Mandeln hoch muss man klettern. Da sind irgendwann die Stecken nicht mehr hilfreich. Blick zur Obergurgler-Gruppe. Ja, dann, da ist das Gipfelkreuz vom Wilden Mannle. Und da ist dann der Blick auf den Gletscher. Super. Und da an der Kante, da ist der fiese Abstieg, das ist ein ganz ätzender Abstieg, das war das letzte Mal noch. Und dann geht es da rüber zur Breslauer Hütte. So, hier ist alles ordentlich versichert mit Eisenseilen. Braucht man auch, weil es echt steil. Jetzt kann man mal so ein bisschen sehen, wie steil das ist hier. Das ist echt fast senkrecht. So, jetzt geht's rüber zur Breslauer Hütte und da oben kann man das Kreuz noch mal sehen vom Wilden Mannle. Also der Abstieg zu den Rofenhöfen ist auch steil. 900 Höhenmeter ungefähr, die hier runtergehen. Jetzt kommt auch die Sonne raus hier. Das sieht so traumhaft aus. Das sind die Rofenhöfe da unten und direkt dahinter ist diese lange Hängebrücke, über die wir gehen werden. Und dann geht's hier im Tal zurück Richtung Wendt. Und da ist sie, die lange Hängebrücke. Das sind die Rofenhöfe nochmal von der anderen Seite jetzt. Und ja, jetzt führt der Weg raus aus dem Tal nach Wendt und dann ist eine schöne Runde gewesen. Da oben sieht man das Grundkugelhaus und den Mond und da hinten ist das Fiegels Gasthaus. Von dem geht's los heute zur Hildesheimer Hütte und dann zur Siegerlandhütte bei traumhaftem Wetter
Eine riesige Runde. Das nenne ich mal ein Panorama hier. Die Hildesheimer Hütte da oben. Und danach geht es dann da irgendwo rüber. Da oben über so ein Joch. Und dann weiter. Kurz unterhalb der Hildesheimer Hütte, da oben ist sie. Da ist der Abzweig Richtung Gamsplatzl und Siegerlandhütte. Und da geht es dann darüber. Das ist die Hildesheimer Hütte. Und die liegt jetzt ungefähr 1000 Höhenmeter höher als das Fiegelsgasthaus. Und wir haben 2 Stunden bis hier hoch gebraucht. Ausgeschrieben ist sie mit 3,5. Also da waren wir ganz gut in der Zeit. Hier ein super Blick rüber über den Gletscher. Und da kann man schon mal den Weg da unten sehen, den wir dann gleich weitergehen werden. Der geht dann da hoch. In der Hildesheimer Hütte geht es noch mal ganz schön lange runter. Und dann da unten den Bach zu queren. Und dann geht's da drüben hoch. Ja, hier war vor nicht allzu langer Zeit noch ein Gletscher. Und da oben ist jetzt die Hildesheimer Hütte, nicht? Die schön oberhalb des Gletschers thronte. Der ist jetzt aber schon ganz schön weit weg. Blick ins Tal, die Hildesheimer Hütte. Und dann sind wir jetzt hier direkt neben dem Gletscher und klettern da jetzt an der rechten Seite. Da klettern wir irgendwo hoch, da sehe ich schon ein paar Seile. Da gehe ich dann hoch. Unglaublich, wie das hier aussieht. Und vor allem auch, wie klein der Gletscher geworden ist. Ne? Kann man hier sehr gut sehen. Trotzdem sieht es natürlich noch schön aus, aber bald sind hier nur noch Schneefelder. Das sind, ich kann nicht mehr viele Jahre. Und hier oben auf 3000 Meter sieht es richtig schick aus. Viele schöne Steinmännchen. Das sieht echt unglaublich aus hier. Wenn man hier so hoch geht, das ist einfach total irre. Wahnsinn. Dann geht man zur anderen Talseite und da sieht man den nächsten schönen Gletscher. Wahnsinn. Und da hinten ist die Siegerlandhütte. Der werden wir noch mal kurz einen Besuch abstatten. So, ein paar Schneefelder haben wir hier auch zu überbrücken. Wir sind in der Senkrechten doch immer eine kleine Herausforderung. Das hier ein schöner See. Einer Stunde, ich würde sagen, das ist viel zu schnell gewesen. Die Siegerlandhütte, die auch wieder brillant in den Bergen liegt. So, hier gibt es erstmal gleich lecker Essen. Großen Hunger jetzt. Und dann gehen wir das ganze Tal da runter. Bis nach Sölden. Das dürften, was sind das so, 12, 13 Kilometer noch sein. Und da über die Scharte da oben sind wir runtergekommen. Da oben kann man dann so ein bisschen die Steinmännchen sehen. So, wir laufen das ganze Windachtal runter. Immer schön am Fluss entlang. Heute geht es von Obergurgel durch den Zirbenwald. Zur Schönwieshütte. Und jetzt gibt es den Rotmoosferner Wasserfall. Heute geht es zur Winnebach-Seehütte. Ziemlich sicher mit Regen nachher. Und da kann man schon kräftige Wolken im Tal liegen sehen.
Aber im Ötztal zu sagen, ohne Winterbachseehütte zu sehen, das geht nicht. Und hier gibt es die 2000 Meter Bank. Da weiß man, wie hoch man schon geklettert ist. Der Weg durch den Wald ist steil, aber sehr schön. Von hier aus konnte man, glaube ich, schon so ein bisschen die Winnebach-Seehütte sehen. Und hier steht noch 15 Minuten auf Ninas Bank. Mal gucken. Wow, ja, da oben, oberhalb ist die Winnebach-Seehütte. Oh, das sieht ja wunderschön aus heute. Es hat gestern Abend viel geregnet, deswegen kommt wahrscheinlich so viel runter jetzt. Oh, da oben ist sie schon. Habe ich irgendwie anders in Erinnerung, aber sieht auch ziemlich neu aus. Na, ich bin gespannt. So, und das ist der Winnebachsee hier. Die ist so schön gelegen, aber es ist ganz neu. Es ist stark erweitert worden vor 6 Jahren. Die Hütte, aber der Blick ist wirklich nach wie vor traumhaft. Das letzte Mal sind wir von links gekommen, von der Schweinfutterhütte und dann weiter zur Amberger. Und da liegt sie, ist das nicht schön. Hier rechts ist noch ein neuer Anbau dazu gekommen. Und durch diesen tollen Waldweg hier geht's wieder runter nach Gries. Wirklich sehr angenehme und vor allem auch sehr schöne und hübsche Tour hoch zur Winnebachseehütte und zurück. Da hinten geht's durch das Sulzbachtal zur Amberger Hütte und hier ist dann der große Parkplatz, Wanderparkplatz. Die großen Wiesen von Gries, so herrlich. Und da hinten ist ein ganz kleiner Parkplatz, so am Ende dieser Kehre. Und da kann man dann gut parken, wenn man zur Winnebachhütte möchte. Heute geht es vom Parkplatz kurz vor Obergurgel hoch zu den Seen, zu der Seenplatte. Und ja, es hat die Hälfte der Strecke bisher geregnet, sehen können wir auch nichts. Das macht aber gar nichts, weil wir wollten heute auch so ein bisschen so Regenklamotten ausprobieren und so. Insofern mal gucken, ob wir noch ein bisschen was von den Bergen sehen, auf die wir gerade hochsteigen. Eine Stunde lang, 800 Höhenmeter. Ja, viel können wir hier oben nicht sehen, aber da sind Schafe. Ja, genau das richtige Motiv mal zwischendurch. Drüben auch ein paar Berge. Eine kleine Hütte hier zwischendrin. Wasser. Ganz kleiner schicker Bach hier. Der Nedersee ist erreicht mit 2436 Metern und einer eigenen Stempelstelle. Ich meine, das ist doch immer klasse. Das Kuschelziegen hier. Da siehst du. Mmh, lecker. Ist das schön? Schön salzig, ne? Ja. Ja, schnuppert der Alte auch mal. Wir haben echt einen Fanclub, der uns jetzt verfolgt hier. Total nett. Oh! Ja, komm her. Upsala, vorsichtig, pass auf. Ja, der Große hat ein bisschen Power. Folgen uns alle hier runter. Schöner Weg runter zur Lenzenalm, den wir unter Begleitschutz absolvieren. Ach du Schreck. Hier ist wirklich alle. Oh, und der Mr. Witt hier, der Größte, direkt hinter mir. Also wir sind hier als Ziegenhirten ganz klar angesagt. Der König und Königin sind immer brav, direkt bei uns. Lenzenalm, 1009 Meter. Die Lenzenalm mit einem sehr leckeren Apfelstrudel. Und jetzt kann man auch schon wieder ein bisschen was sehen.
Der Weg ist hier gerade nicht mehr so richtig brauchbar, weil nämlich ein Erdrutsch runtergerutscht ist. Und ja, wir diesen Weg dann trotzdem gehen. Also der Weg ist auf jeden Fall noch für eine ganze Weile gesperrt. Hier sind so viele Erdrutsche, dass man hier wirklich nicht mehr richtig vorwärts kommt. Hier ist eine extra Brücke für die Wanderer. Da wären wir jetzt auch nicht mehr so rübergekommen, glaube ich. Wahnsinn. Dann entdecken wir kurz vor Ende noch den Pillersee. Und dann sind es noch irgendwie 500 Meter bis zu unserem Parkplatz. Ja, abenteuerlicher Weg heute. Gesehen haben wir nicht ganz so viel, weil da die vielen Wolken alle hingen. Aber trotzdem sehr, sehr schöner Weg. So, heute geht es vom Timmelsjoch zum Brunnenkugelhaus. Und da werden wir übernachten. Das ist der Plan. Schönes Hochplateau hier. Ja, die Regen- und Schneegrenze sinkt, also jetzt gibt es so ein bisschen Schneeregen. Da spiegelt sich gerade da hinten irgendwo ein blauer Himmel im See, das sieht ja heiß aus. Und wir haben hier einen knallharten Grat, auf dem wir jetzt entlang gehen. Das ist schon ein sehr anspruchsvoller Weg hier, das muss man sagen. Da verschwindet der Grat gerade im Nebel. Also wer nur den leisesten Zweifel an seiner Höhentauglichkeit hat, der sollte diesen Weg hier vermeiden. Das ist echt hier dauerhaft auf dem Grat, unglaublich. Auf dem Grat geht ja noch, aber kraxeln. Und klettern dabei und alles, ja. Und im Schnee geht es jetzt rüber zum Brunnenkugelhaus, ist das herrlich. Also der Weg war echt herausfordernd. Aber man muss zugeben, der ist auch echt schön. Es ist aber viel zu klettern, viel zu steigen, viel zu klettern und zu steigen. Er ist anstrengend. Und er ist ausgesetzt, bis der Arzt kommt. Also Wahnsinn. So, jetzt hat Lukas den Rucksack geholt. Was für eine unglaublich geile Lage. Wahnsinn. Und da drüben, hier rechts, ist das Windachtal, wo es dann zur Hildesheimer Hütte rübergeht und zur Siegerlandhütte. Und unten am Berg liegt dann Fiegels Gasthaus. Heute geht es zum Wannenkar See und zwar vom Brunnenkugelhaus aus. Nach etwa 2 Kilometern und einer Dreiviertelstunde Abstieg sind wir jetzt hier am Wegkreuz zum Wannenkar See. Ist er wieder. Eine wilde Frisur, ne? Der Wannenkar See. Wunderschön gelegen, wenn man hier hochkommt. Und dahinter, da kann man den ganzen Grat sehen, den man längs geht, wenn man vom Timmelsjoch kommt. So, der Wannenkar See in seiner ganzen Pracht. Herrlich. So, hierher schauen, genau. Sehr schön macht ihr das. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Das ist so toll. Ich würde sagen, der höchste Hühnerstall in den Ötztaler Alpen, vielleicht sondern im gesamten Alpen.
direkt vom Brunnenkugelhaus. Und auf den Tiroler Grösteln gibt es lecker Eier und die werden hier immer frisch geliefert. Sehr cool. Heute geht es vom Brunnenkugelhaus erstmal runter nach Sölden. Und hier liegt wirklich die Wolkendecke im Tal. Das ist herrlich. Windachtal ist das, ne? Da kommen dann die ganzen Hühnerchen. Und da ist dann Sölden. Sölden liegt 100% im tiefen Nebel. Ja, das ist die erste Etappe heute. Und dann geht es nachher ein Stückchen mit dem Auto und dann zur Frischmannhütte wieder hoch. Und es geht 1300 Höhenmeter nach unten. Heute Morgen in die weiße Suppe rein. Da ist Fendt und da ist Obergurgelt. Ja, alles weg. Da taucht die Brunnenkugelalm aus dem Nebel auf. Kann ich fast vorbeilaufen. Jetzt geht's zur Frischmannhütte hoch. Und das ist ein sehr steiles Stückchen nach oben. Und das gehen wir bei Regen. Also der Weg ist, wie erwartet, sehr steil und sehr kurvig. Wenn man aber schön langsam geht, dann kommt man Stück für Stück weiter nach oben. Hier gehen wir jetzt am Köflers-Wahlweg entlang. Hier wird wieder das Wasser auf die Felder geführt. Vorteil bei so einem Weg ist, dass er fast waagerecht ist. Und deswegen gehen wir auch diesen Weg hier zur Frischmannhütte. Denn die hintere Fundusalm ist da unten irgendwo. Und da hätten wir wieder ein bisschen runter und dann wieder hochgemusst. Achso, da unten ist sie, kann sie sehen. Und hier wird dann das Wasser sogar über einen längeren Zeitraum über diese Holzwale geführt. So, nach 3-4 Stunden Dauerregenwanderung sind wir jetzt an der Frischmannhütte angekommen. Heute gibt es eine kleine Runde von der Frischmannhütte. Und ja, sehen werden wir so viel nicht, aber hier stellt sich plötzlich so ein Monsterberg in den Weg. Hier sind in den letzten Tagen zahlreiche Muren runtergegangen. Da klettern wir jetzt rüber. Das heißt, im Grunde überqueren wir diese Scharte da zweimal auf unserer Wanderung. Das ist die erste Scharte hier und hier geht es jetzt steil runter zum See. Das ist der Plattachsee. Kann nur einen Teil davon sehen, aber ist sehr schön. Und hier mal in seiner ganzen Schönheit. So sieht er aus. Hier kommt man aus dem Ötztal heraus und dann geht man hier rüber und das ist das Pitztal. Oh, eben konnte man ein bisschen was sehen. Ja, also ein sehr steiler Grat hier. Der Weiße See bei 2546 Metern. Hier kommt jetzt ganz viel Wasser runter. Der Weg ist fast senkrecht und geht zu einem Gipfel hoch. Hier mit Kettenseil versichert. Und hier kann man schön sehen, dass im Prinzip echt senkrecht ist. Unglaublich. Und da im Dunst ist dann der See. Das ist das Jöchel. Das ist echt steil, hier hoch zu gehen. Das erste Mal ein schöner Blick in das gesamte
Tal, wo auch die Frischmannhütte liegt, ne? Die ist da so auf der linken Seite. Geradeaus zu ist dann die hintere Fundusalm und rechts kann man den Wahlweg sehen, den wir gestern gegangen sind. Und da hinten, wo dann so ein bisschen der Wald beginnt, am Ende des Wahlweges, da geht es dann einmal rüber und dann runter nach Küfitz. Ja, Frischmannhütte, zurück nach Küfitz. Also bis Sonntag war hier noch eine Brücke, aber die ist irgendwie abhanden gekommen bei den starken Regenfällen. Deswegen war das so eine Kletterei hier. So, wir gehen den Wahlweg zurück, weil das für die Füße eines unserer Wanderer hier besser ist. Hier ist nämlich gerade und jetzt können wir das ganze Tal sehen. Und da drüben kann man die Frischmannhütte sehen, wie sie da so liegt. Auf dem Weg hierher haben wir die natürlich gar nicht gesehen, weil das alles komplett neblig war und geregnet hat die ganze Zeit, aber so hat man einen schönen Blick da drauf. Also die ist da schön in diesem Talkessel, liegt sie da. Das ist der Hauptteil hier vom Wahlweg, da kann man das schon sehen. Das ist das Schadle. Und danach geht es dann steil runter, aber diese riesigen Blöcke hier, das sieht einfach nur faszinierend aus, finde ich. So, da unten ist Küfitz, da gehen wir jetzt steil runter. Und da ist das Ötztal. Heute sogar mit ein bisschen Sonne. So. Ich gehe jetzt nach Küfitz runter. Das sind die letzten Meter. Dann am Parkplatz, da wartet unser Auto. Und dann fahren wir wieder in den hohen Norden zurück und sind jetzt viele schöne Tage hier gewandert, jeden Tag eine neue Strecke, ganz klasse gewesen, sehr schön. Ach, und für die, die nicht aus dem Norden kommen, ne, schaut doch mal den Harz an, da kann man auch ganz viel stempeln, das haben wir auch gemacht. Wir haben diverse Wanderzeichen hier erstempelt und das kam im Harz auch ganz toll. Also, ne, wer den noch nicht kennt, ab in den Norden. Bis dahin. Tschüss.